Ja, willkommen zurück, ihr Lieben. Und ich sage immer, ihr Lieben, es könnte ja sein, es könnte ja sein, dass mehr als eine Person vor diesem Bildschirm gerade sitzt und zuguckt. Und ich weiß ja, dass es I zu. hope Mom hasn't moved Dad's toolbox Ja, or und stored it away. ich weiß ja, dass es ein paar Leute gibt, die dieses LP bei mir suchten. Und ich denke, das ist dann okay. So, wir gehen jetzt erstmal nach dem Werkzeugkasten gucken. Bild von Acadia Bay. Ich gucke mir das mal Finally, an. I'll look at that and think, my old home. And not fuck this shithole forever. Also auch wenn mir das Bild egal ist, aber ich will trotzdem rumgucken wegen da, genau wegen sowas. Sports cars are really good for. Hot Rod Flammen. Mädels anbaggern, ja. Hitting on chicks. Hope you know a good body shop. Entschuldigung. Einen Moment bitte. So, entschuldigt bitte die kleinen Unterbrechungen, da hat meine Alexa gemeint, den Wecker abspielen zu müssen. So, die liebe Mama hat ihren Mom Ring echt actually verpasst. sold Oh her Mann, ring oh nein. for $300. Oh Gott. Oh nein. Ich glaube, die Frau ist echt verzweifelt, ehrlich. Ja, aufmachen. David really is moving in. Na, das ist ein Traum. Aber wir wussten, dass das so kommt. Wir wussten es ja alle. I remember this. Mom loved it. Wait, is today Mother's Day? Shit. Es ist wissenschaftlich bewiesen, du bist offiziell die beste Mutter der Welt. Alles Gute zum Muttertag, ja, liebe Chloe. Diese Karte kann für ein kostenloses Frühstück im Bett eingetauscht werden. Ich liebe dich, William. Auch süß. Was ist das jetzt da? Achso. Schublade, Schublade. Bäh. Los Condomos. Finde ich aber auch dreist, dass hier immer schnüffeln I geht, ne? really hate that Mom keeps hiding this photo. Haben wir das nicht schon mal aufgestellt irgendwie? War mir nicht so. I wonder who gave this to Mom. Okay. Spuck doch mal da drauf. Na gut, jetzt im Moment ist er natürlich shit für uns, aber wir wissen ja, er ist gar nicht so kacke. David. Here goes. What are the chances I can avoid Mom or David? Ja, keine Ahnung. Wir. Oh Gott, das wird sowieso immer noch Ärger geben. Und man weiß es ja auch im Voraus. Oh Gott. Weil teilweise denkt man dann auch, oh, Chloe ist so dämlich. Und auf der anderen Seite, man kann sie aber auch total verstehen. I'm flipping them over. Not yet, I told you. 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. You know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Mom actually looks pretty happy right now. Also natürlich ist es gut, dass die Mutter glücklich ist, aber
tut natürlich auch weh, das so zu sehen, weil sie hat auch ihren Ring verkauft und natürlich, ne? Aber man kann auch die Frau verstehen, weil auch sie hat ein Anrecht auf einen neuen Partner. Das ist halt einfach so. Auch wenn es schwierig ist. Aber sie hat ein Anrecht drauf. Und sie hat auch ein Anrecht darauf, glücklich zu sein. Hey, who's there? Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did. But this is something different. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. Good to see you, Chloe. Coming home was a smart decision. Ah, kommt mir nicht wie zu Hause vor. Ich bleibe nicht lang. Alles Gute zum Muttertag. Komm, wir reden uns raus. Happy Mother's Day, Mom. Thank you, sweetheart. I didn't get you anything. Having you back home is present enough. I'm just here to pick up something. Then I have to go. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. Mit Rachel rumhängen, komm. I'm just hanging out with Rachel. Oh, how is Rachel? I was telling David about the play and you being in it. I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say to you. It won't take but a minute. Mom. I don't think this is the best idea. You already promised. Chloe, I've made an agreement with your mother to trust you from now on. Really? What does that mean? It means that from today forward, I'm going to take you at your word. So, if you say you haven't been smoking or drinking, then I'll just leave you be. The idea is you should feel comfortable here, Chloe. David's not going to question you, and neither am I. Ach, scheiß drauf, komm. David's lying to your face, Mom. He searched my room. What? You didn't know? Detective Dickwad here went through all of my drawers and my bed. It's what you asked me to do. Make sure she's got no drugs or alcohol for her own good. Oh, my goodness, Chloe. I'm sorry. I thought that... I'm sorry, Joyce. I didn't know this would upset you. It's Chloe who deserves the apology. Well, Chloe, I'm sorry that I violated your privacy. I did it with your best interest in mind. Lama, Entschuldigung akzeptiert. Das ist alles. Okay, ja, komm, scheiß drauf. Okay. I accept your lame apology. Chloe. Ja, was What? Denn? I really meant it. Good job. Can we be done now? Wait, one second. Don't go, Chloe.
I've been meaning to show you something. Maybe now's a good time. This is my friend Phil Becker. We served in the same unit. Two tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Please, I'm begging you. Give David a chance, won't you? Here. Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. Wir nehmen es an, definitiv. Weil wir wissen ja aus Life is Strange selbst, dass er nicht scheiße ist. Und deswegen nehmen wir es jetzt an. Er geht alles David einfach nur falsch so an. Young. And this Phil guy. They look close. Ja. Thank you, David. Oh, Chloe. Mom. I'm just so proud of you both. Mom, I really need to go. Be careful out there, Chloe. I love you, sweetheart. All right. Ich finde das so süß, dass die Mutter um die Liebe ihres Kindes kämpft, so, ihr zu zeigen, dass sie sie liebt. Das finde ich so schön. What the hell? Und es gibt so viele Eltern, die das nicht tun. Oh Gott, das ist so gemein. Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick. Ja. Holy crap. This might actually be helpful for fixing up the truck. Yeah. Ich bin gespannt. Aber es lief ja eigentlich ganz gut. Mit dem Mutter-David-Gespräch. Ich sag bewusst nicht Elterngespräch. Hallo, kleiner Puddelmann. Oh. Come on. Work with me here. Das passiert mir auch immer. Ja. Better. But still needs a bit more love.
I can salvage this beast. I just need to find the right tool for each problem. SMS, SMS, David. Oh Gott, was? Was? Chloe, David hier. Hat Mama dir meine Nummer gegeben? Ja, hat sie. Ich habe gesehen, du hast den Werkzeugkasten deines Vaters mitgenommen. Arbeitest du an einem Projekt? Mehr oder weniger? Welche Art von Projekt? Sorry, ich bin gerade etwas beschäftigt. Nein, ich bin froh, dich an etwas... Was? Ich bin froh, dich an etwas Interesse zu zeigen, zu sehen. Weiter so. Okay, okay, also. Hier ist der Kühlerverschluss. Batteriepol, was ist das? Das ist der Werkzeugkasten, da ist die Anleitung. Einlaufstutzen, ja. Überprüfen, pass auf. Als erstes, das ist der Zahnriemen, ja. It's not like I need a manual, but I'm really glad it's here. Verteilerkappe, Kontakte, Hustenniederschlag entfernen mit Schmiere einfetten, Ansaugleitung, Drosselgehäuse, Unterdruckleitung, Einlaufstutzen, Duftfilter, Zahnriemen, Kurbelwellen, Riemenscheibe, Kühlmittelpumpe, Kompressor, Spannvorrichtung, Spannung mit einem 18 mm Steckschlüssel anpassen. Okay, ich... The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scoop the gunk off the cap. We're about to play a brand new track from Pisshead. Ich hab nichts. Kann ich hier nicht weggehen und irgendwas holen? Zange? Okay. Kann ich... Nope. Not gonna help. Schraubenzieher. Kann ich das nicht erstmal abschrauben und dann sauber machen und reinigen oder so? That should help keep shit distributed. Well, fuck. Wieder anbringen? Go back from whence you came. So, das hätten wir. Okay, was ist hier mit der Batterie? Wie überprüfen wir mal? This connection is pretty shaky. Ja. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. Genau, und dafür brauchen wir eine Zange. Won't do anything. Nein, Zange. So. There. Fits like a deadly electric glove. Das hätten wir. So, was ist mit dem Kühlerverschluss? This thing seems pretty gunked up. I think I should move on to something else. Okay. Was ist mit dem Benzinfilter? Wir können ja auch erstmal... I can definitely see some problems. Pretty loose. How can I tighten it? Schraubenzieher? Nee, Schraubenschlüssel. Much better. Oh, nice. So, Benzinfilter. This thing is going to the fuck up. Pusten. Maybe.
Sick. Spark plugs busted. Carbon deposits. Of course. Hm? Oh Gott, hab mich schon erschrocken. Ich denke die ganze Zeit daran, dass sie gleich ihr Shirt voll einsaut. Please, I need you. Krass. Aber er läuft, er läuft. Ja. Ja. Die Lampe. Oh oh. Ich dachte schon, da passiert jetzt wieder irgendwas. Super. Junkyard Queen, where are you at? Hey. Holy shit, your hair. It's so... badass. I was gonna say hot. But yeah, badass too. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? Hey, Price. Nice wheels. You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? Hey, I thought we were cool after that Drew North thing. Don't you want to be cool? Oh God, oh God, oh God. Leco mio am Arsche. Und ihr wisst, wie es läuft. Cliffhanger. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.